Hallo und herzlich Hi. willkommen. Vielen Hallo. Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute am Interview mitzumachen, weil du bist für mich eine der größten weiblichen Inspirationen, die so viel in meinem Leben bewegt haben, weil auch ich bin nicht nur Energetikerin, sondern brauche eine Energetikerin und Coach, ja, und du bist meine Instanz, ja. Danke dafür und ich habe folgende Fragen vorbereitet zu empathischen Frauen, die spirituell auch sind und die toxische Beziehungen erleben. Ja? Das heißt, das wird ein Thema sein, was für mich wichtig ist, zu verstehen, wie deine Ansicht ist, wie Frauen, empathische Frauen, die in eine toxische Beziehung geraten sind, können diese Frauen die Beziehung retten oder sollten sie sie verlassen? Das wird das eine Thema sein. Und das andere Thema wird sein, wie können Frauen, die schon eine wundervolle Beziehung führen, langjährig, diese Beziehung wieder erwecken, ja, also die Leidenschaft wieder wecken? Und wie können sie trotzdem ihre Selbstliebe, ihre eigene kultivieren, so dass die Dass ja, das, so dass die Beziehung funktioniert und die Selbstliebe funktioniert, dass man sich als Frau nicht verliert, ja, in der Beziehung. Das heißt, das werden meine zwei Themen sein. Du kannst gerne mal beginnen, von welcher Richtung du kommen willst. Okay, ich kann sagen, dass Themen sind wirklich sehr, sehr wichtig, sehr interessant und sehr gezielt und direkt. Ja, das ist ganz, ganz mit die größte Präzision gezielt, ja, und so damit diese Fragen hinzustellen, da müsstest du sehr viel davor überlegt gehabt haben, ja. Zuerst mit empathischen Frauen, die toxische Beziehungen führen, ja, und diese Beziehung retten. Diese Beziehung, nehmen wir Punkte so, dass es eine Frau, einen Mann, die führen eine Beziehung, ja. Zwei gebrochene Flügel können nicht fliegen zusammen. Ja, damit ein Vogel fliegen kann, im Prinzip du brauchst zwei gesunde Flügel. Ja, wenn eine ist kaputt, es ist sowieso unmöglich, und wenn beide kaputt, das geht ja überhaupt nicht. Da entstehen sich die Rettungsdynamiken, weil Frauen oft wollen Beziehung. Oft denken, dass ich kann ihm ändern, ich kann, wenn ich mache das und das und das, er wird ändern, aber das ist ja genau, das wird nie funktionieren. Weil Grund ist, dass jeder von beiden Personen hat eine energetische Punkt in sich, der vibriert und der baut eigene Realität, ja, und diese zwei gebrochene Flügel, die ernähren sich gegenseitig, eine und zweite, ja, so, und diese, so, quasi einer Seite, Mann glaubt, dass Mann benötigt eine Frau, um seine Größe zu spüren, zum Beispiel, oder irgendwelche Bedürfnisse zu befriedigen, und Frau möchte auch gut sein, die versucht, das alles zu retten, ja. Da zuerst muss man schauen, warum überhaupt, was genau erwartet eine Seite und was genau erwartet zweite Seite und wie überhaupt ist diese Beziehung entstanden? Weil immer, wenn Leute sich kennenlernen, alle wollen besser sein, als in Wirklichkeit ist, und die geben Wünsche als Realität, und das kann man sehen nur viel später und präziser zu sein. Das ist circa nach 3 Jahren. Du kannst sehen, mit was für ein Mensch du genau zu tun hast, ja. Und dann kannst du sehen, genaue Motive und genaue Gründe, warum seid ihr eigentlich zusammengekommen. Und wenn Grund ist, dass eine Frau hat sich verliebt in eine, weil toxische Beziehung grundsätzlich bedeutet, dass es ist schädlich, ja. Wenn Frau hat sich verliebt, so ein quasi Bad Boy, und will ihm retten und hat gedacht, aha, ich werde ihm retten, ich werde andere, ich werde sein anders als die anderen, ich bin besser als die anderen, so, das wird nicht funktionieren, weil Energie, Das heißt, das ist einmal die klassische Geschichte, wo eine empathische, spirituelle Frau
auch wahrscheinlich eher den Retter-Syndrom auch hat, möglicherweise. Und sie dann auch eine Anziehung verspürt zu einem Bad Boy, wo sie das auch ausleben kann auf der anderen Seite. Ja, verstehe ich das so richtig, wie du das meinst? Weißt du, ich habe meinen Ansatz und sehe das so, dass Schlüssel ist immer, dass wir spüren das in eigenem Körper. Ja? Ich schlage vor, immer Beziehung nicht zu beenden, sondern das auszunutzen als Trigger, um zu sehen, was genau dich anzieht und was genau dich triggert. Und wo genau diese Stelle liegt, weil es Schlüssel ist und Geheimnis ist, dass wir spüren alles in uns, in eigenem Körper, ja, so dass wenn wir sagen, dass dieser Mensch ist toxisch, wir spüren das in uns, diese Stelle genau. Nur da ist die Unterschied ist, dass eine Person lässt sich so sein und andere unterdrückt das. Aber grundsätzlich beide spüren das Gleiche, ja. Und ich weiß nicht. Syndromen, das ist, ich weiß nicht, das kann ich nicht behaupten, das kann ich nicht sagen, weil dafür bin ich nicht qualifiziert. Ja, das kann ich nicht sagen. Aber So. prinzipiell sage ich auch immer in meinem Liebescoaching, wenn du ein Problem hast in der Beziehung, ein Thema, das dich triggert, das dich verletzt, du kannst natürlich die eine Tür benutzen und rausgehen, Ja. ja. Das Problem ist nur, dass dich immer etwas nur triggert, weil dich etwas an einen alten Schmerz erinnert. Das heißt, Genau. können das als Gelegenheit nutzen, als Chance nutzen, dahinter zu schauen, weil dann ist das in dem Moment halt keine bewusste Beziehung, keine harmonische Beziehung, aber es ist eine Lernprozessbeziehung, ja, die man dafür nutzen kann. Und Ja. entweder gibt es die Möglichkeit, ich schaffe es aufzulösen und der Partner interessiert mich danach nicht mehr, aber aus einer Stärke heraus gehe ich dann. Und nicht aus einer Verzweiflung heraus, sondern weil ich Ja. gewachsen bin und dann anders entscheide. Ja. Oder die Beziehung verändert sich, die Dynamik verändert sich, weil eine Heilung passiert ist, ja. Oder ja, weil entweder, schau, wenn diese Punkte verschwinden, ich habe mehrmals gesehen, ich habe mehrere Frauen bei mir gehabt, die haben auch, die könnten nicht widersprechen, die könnten nicht irgendwas dagegen sagen, weißt du, die waren gemobbt und dann nach Sitzungen, die haben einfach sich frei verabschiedet, die sind weggegangen und das war gar kein Thema. So, der Grund liegt immer in uns. Der Grund liegt immer in Frau, was genau dich anzieht. Und das Schlimmste ist, dass wenn du eine verlässt, da kommt zweiter noch schlimmer. Also, wenn das Das passiert, wiederholt dann sich. wird, aber das kann man, weil in Unterbewusstsein ist ein Punkt, ja, schau, diese Dinge stehen in Kindheit, ja, grundsätzlich bis 70 Jahre alt, ja, unsere Persönlichkeit ist geformt, ja. Und das, was wir in Kindheit gesehen haben, unser Unterbewusstsein anerkennt als Zuhause. Ja, und wenn eine Frau zu Hause geschlagen würde, ja, sie anerkennt Liebe als Schlagerei und sie findet für sich einen Mann, der sie schlägt. Das ist schon ein ganz brutales Beispiel, aber das ist sehr gut zu erkennen, weil das sehen wir ganz oft, ja. So, und sie ist zu Hause geschlagen, sie ist zu Hause geschlagen, aber sie macht nichts, ja. Dann, wenn sie irgendwann raus ist, ihren Mann zu verlassen, dann kommt die nächste, die wieder schlägt sie, weißt du, weil Unterbewusstsein anerkennt das als zu Hause, weil wenn du zu Hause geschlagen bist, und das Schlimmste ist, dass Frau nimmt das, weil sie versteht nicht, was ihr gesagt ist, sie spürt zwar Schmerzen, aber sie versteht nicht, was ist da nicht gut, weil sie anerkennt das als zu Hause. Das ist das Schlimmste. So, und dieser Punkt, was in ihr vibriert, was das anzieht, mit dem musst du arbeiten. So, das ist schon ein ganz, ganz brutales Beispiel, aber leider ist das so. So, und wenn du diesen Punkt verarbeitest in sich selbst, ja, weil andere Menschen, du kannst nicht verändern, das ist unmöglich. Weil du kannst, weil alles, was du in sich fühlst, das ist deins. Du musst mit dir, jeder muss, jeder Mensch muss mit sich selbst arbeiten, weil andere Menschen, wir können nur mit unserem Beispiel beeinflussen, weil das kann passieren, wenn Frau sich ändert, Mann sieht das, aha, da ist was Neues und sagt, ich will auch, ja, sowas habe ich auch erlebt. Das heißt, eine toxische Beziehung einfach zu verlassen würde in weiterer Folge bedeuten, dass die Seele trotzdem weiterhin Genau. etwas Ähnliches suchen wird, Genau, weil genau. es mit einem Muster verknüpft ist.
Ja, und solange dieses Muster nicht aufgelöst wird, wird es immer wieder ein Teufelskreis werden. Ja. Ja, so ich schlage, mein persönlicher Ratschlag ist, das auszunutzen als Trigger. Weil es ist viel besser, mit Menschen zu arbeiten, denen du schon kennst und nicht den Flügel von Verliebtheit, ja, wenn du verliebt bist und du glaubst, oh, da habe ich jetzt wieder jemanden. Und dann nach 3 Jahren, du fallst wieder gleich, ja, weil sowieso energetische Muster, das ändert sich nicht, ja, das ist unmöglich, weil unser Unterbewusstsein ist fest, unsere ganze Struktur ist fest. Und bis wir das bewusst nicht ändern, bis dann das bleibt verankert, ja, so. Mein persönlicher Ratschlag ist, das auszunutzen als für persönliches Wachstum. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Frau mit einem Mann zusammen ist, der relativ starke narzisstische Anteile ausgeprägt hat und sie sich irgendwann einmal verliert, ja, immer mehr und mehr. Ja. Sie merkt, okay, er unterdrückt sie, sie verliert sich selbst, sie schneidet sich von ihrer eigenen Kraft ab, sie ist anfangs vielleicht noch wütend, später immer mehr ängstlich, ja. Ja. Wo beginnt sie am besten? Was macht sie da, wenn sie mittendrin ist? Mittendrin, wenn mittendrin ist, das ist am besten zu erinnern, was machst du, wenn du allein bist? Was machst du? Was gibt dir, weil Mensch ist like, who are you when no one's watching? Ja, wenn niemand ansieht, ja, weil da geht alles um Aufmerksamkeit. Ja, narzisstische Leute, die können nicht leiden, wenn jemand bezieht mehr Aufmerksamkeit als sie. Ja, bei narzisstischen Leute alles, weil bei narzisstischen Leute Ego ist aufgeblasen und das ist aufgeblasenes Ego gebaut an einer Trauma, an einer emotionellen Trauma, die hat sich so entwickelt, dass die hat das so aufgebaut, damit ja nicht zu sehen, was da drinnen nicht gefällt, ja, weil jedem Narzissten in Wirklichkeit gefällt irgendwas nicht in sich selbst, ja, aber die projizieren das, auch die projizieren das an andere, an Umgebung, sagen wir so, ja, weil das ist wirklich ganz unangenehm, das zu erleben, das zu spüren, ja, weil uns grundsätzlich bewegen unsere Emotionen und alles, was wir machen, entweder etwas zu spüren oder etwas nicht zu spüren, ja, so, wenn Frau ist mittendrin in dieser Beziehung, weil jeder Schritt, was sie macht, das wird gesehen, sofort anerkannt von innerlich und unterdrückt. Ja? So, am besten ist zu sehen, was machst du, wenn du allein bist, was hat dir immer Kraft gegeben, weil jede Frau hat irgendwelche Richtung, was ihr bewegt, ja? Was ihr gibt Kraft, gibt es irgendwelche Buch, gibt es irgendwelche Richtung, wo wenn du reinkommst, ja, wenn du das alles andere verschwindet. Und da kannst du deine Kraft immer auffüllen. Da kannst du diese eigene Dinge, die geben dir die Kraft und die Möglichkeit, sich zu erinnern und zurückzukommen. Immer. Und wir haben uns immer, nur das ist einfach so tief begraben, das ist ganz, ganz. Mit der Zeit ist es schwerer und schwerer auszugraben, aber wir erinnern uns immer und Seele weiß ganz genau, was zu tun ist. Ja, so. Wenn sie theoretisch getriggert wird, ja, angenommen, sie ist enttäuscht, hat Angst. Emotionen, ja, sind klassische Trigger, aber auch ein klassisches Portal, um zu wachsen, wenn man weiß, wie. Ich Genau. Verwende die EFT-Klopftechnik, um diese Ah. Transformation zu schaffen. Du hast deine eigenen Methoden. Kann sich eine Frau schon auch irgendwie selbst helfen, ohne jetzt sofort zu einem Coach zu gehen? Oder was würdest du empfehlen? Was wären dann so deine drei Tipps, sage ich mal, was sie auf jeden Fall selbst schon mal machen kann, ja? Also was ich zum Beispiel weiß von dir, was super funktioniert, du gibst einem immer wieder Tipps, schau dir mal vielleicht diesen Film an oder Ja. diese Serie. Ja. Du hast mir damals gesagt, schau dir alle Staffeln von Lucifer an Ja. und dann reden wir drüber, ja. Und wir haben so viel dadurch schon bewegen können in mir, ja, weil ich so viel über einen Film erkennen konnte. Das heißt, das weiß ich, dass das ein möglicher Ansatz ist, ja, über Ja. Filme zu reflektieren, ja. Was könnte Ja, so, da so meinst du, so
Uns, schau, jeder Mensch, jeder von uns hat integrierten inneren Kompass. Dieser Kompass bedeutet Gefühle, ja? Dieser Kompass sagt uns immer, was ist gut und was ist nicht gut. Das ist wie Zeichen, wenn du fährst, ja? Wenn du siehst, da Straßenzeichen, das ist genau das. So, unsere Gefühle ist das, die lügen nie. Die werden niemals dir anrufen, niemals dir anlügen. Wenn du spürst, das bedeutet, dass das ist so, dass du glaubst so, ja? Und wir müssen immer, immer, immer auf die achten. Das ist die einzige Stimme, auf die wir immer hören müssen, das ist unsere innere. Das war's. Weil, wenn uns irgendwas im Leben nicht passt, wenn wir schaffen irgendwas nicht, Grund ist nur einer, dass wir hören zu viel aus der Welt. Das kommt Einfluss von aus der Welt. So, und bei jedem Mensch ist wirklich einzigartig. Wir sind alle, wir haben nur gleiche Gefühle, aber wir sind jeder wirklich einzigartig. Jeder von uns hat unterschiedliche Augenmerkmale, ja? Und wir haben unterschiedliche Fingerabdrücke. Ja, das sind Dinge, was uns unterscheiden. Und jeder Mensch hat einzigartige Bilder. Ja, also kannst du vorstellen, wie schwer ist das von Natur sowas zu schaffen? Aber das ist so. Und das ist so, damit wir mit eigenen Augen sehen und mit unseren Händen schöpfen. Ja, so. Und jeder von uns hat gleiche Gefühle, aber wir haben verschiedene Dinge, was wir mögen. So, jede Frau muss für sich aussuchen, was ihr hat am besten Kraft gegeben. Das kann entweder Filmen sein, entweder Musik oder Theater oder noch irgendwelche Kunst. Ja, irgendwas, was mit Gefühlen verbunden ist. Und alles, was wir sehen, alles reflektiert uns zurück. Und alles, wenn wir irgendwas sehen, wir spüren schon, was das ist. Und unser Körper hat schon Antwort, hat Antwort, und antwortet immer mit Gefühl. Also wir müssen auf das achten, wo genau was passiert, wenn irgendwas passiert. Wenn wir entweder sehen was oder wenn jemand für uns irgendwas sagt oder wenn irgendwas passiert, was genau uns triggert. Also das Wichtigste ist zu finden, was genau bringt dir am meisten Emotionen? Das kann entweder Filme sein, ja, weil das sind immer Emotionen. Das sind irgendwelche Ereignisse, die Emotionen aufwecken. Und auf diese Dinge musst du achten, genau was, warum. Ja, nur so wirst du dich selbst kennenlernen. Ja, so da ist das wirklich, wirklich ein Tipp wäre vielleicht für jede Person zu erinnern, welche Filme haben dich aufgeweckt am meisten? Ja, warum? Weil jeder Mensch hat wirklich, wirklich eigene Rollen, eigene Filme und so weiter. Ja. Weißt du, das ist Das heißt, angenommen jetzt, wie es bei mir bei Lucifer war, ja, ich habe Szenen gesehen, wo etwas mich traurig gemacht hat, etwas hat mich wütend gemacht, etwas. Und da habe ich einfach mich besser auch selbst kennengelernt, durch ja. denen, durch meine eigenen Gefühle, die es in mir provoziert hat, ja. Ja. Also das Ja. ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Ansatz. Und wenn ich jetzt diesen Ansatz erkannt habe, dass es mich hier triggert, was mache ich dann? Dann musst du, schau, das ist meine andere Kinder, meine Okay, das ist liebbaren Kinder. der Welt. Ja, dann musst du dich an Coach wenden. Dann musst du jemand finden, wer dir das auslösen, wer dir helfen kann, das auszulösen, weil selber das ist unmöglich, weil es ist im Prinzip was am tiefsten Mensch machen kann, ja, wenn du dieses Gefühl spürst, ja, wenn das aufwächst, du spürst das irgendwo im Körper. Das heißt, irgendeine Stelle. So, Ja. auf diese Stelle sich fokussieren und da hineinzugehen. Da hineinzugehen, Augen zu machen und zu schauen, vielleicht kommt irgendwelche Situation, warum? Und was genau, welche Bilder kommen, wenn du dieses Gefühl fühlst? Ja, aber das kann verschiedene Situationen da werden sicher verschiedene Situationen von Vergangenheit kommen. Und das ist alles, weil
weil wir werden traurig aus der Erfahrung, weil irgendwas ist schon passiert, was Ja. uns hindeutet. Eine Ja. Erinnerung einfach, ja, aufkommt. Das Ja. heißt, okay, in einem Film kann ich mich besser kennenlernen, indem ich spüre, wo vibriert es in meinem Körper und welche Emotionen Ja. erzeugt es. Ja. Wenn ich mich entscheide, in einer toxischen Beziehung noch zu bleiben, um an mir zu arbeiten, um an meiner Resonanz zu arbeiten, um an meiner eigenen Schwingung zu arbeiten, um quasi die Beziehung als Trigger zu nutzen, freiwillig, Ja, freiwillig. Ja? genau. Dann ist es aber tatsächlich wichtig, sich Unterstützung zu suchen, um die Transformation sauber zu schaffen, weil man einfach ein Coach, eine Energetikerin den nötigen Abstand hat und die nötige Erfahrung hat, um einen wirklich von A bis Z durchzuholen. Weil oft weiß man gar nicht, wie beginnt man selbst mit seiner eigenen Heilung. Ja, wo Das beginnt muss man? wirklich, das kann helfen, nur jeder, der wirklich Ahnung hat, der wirklich in dem und Ahnung hat, nur der, der mit dem selber zu tun gehabt hat. Ja. Und unsere alle, alles, was uns passiert, das ist passiert am Grunde in, das ist gebaut, diese Dinge passieren, damit wir Dankbarkeit entwickeln, weil alles, was schlimmer mit uns passiert, das ist damit, damit wir eigene Stärke anerkennen. Ja? Also irgendwann, jede Frau wird für diesen Narzissten, Sadisten oder noch jemand dankbar, weil er für sie diese Tiefe, was sie hat, eröffnet, Ja. geholfen, das zu eröffnen und hat hingedeutet, Ja. hat gezeigt, wo das liegt. Weil jede Frau, jede Frau ist viel stärker als Narzisst, ja, weil sich zum Opfern kann nur stärkere Mensch. Niemals wird eine schwächere Person sich opfern, ja, weil das wird einfach unerträglich, das zu erleben. Erfahren, Und ja. jeder Narzisst ist wirklich, niemand attackiert leeres Haus, niemand. Jeder Narzisst hat wirklich Ahnung, der weiß dann ganz genau, mit wem die zu tun haben. Und die sind sicher über Potenzial und die wissen ganz genau, dieses Potenzial, was Frauen sich trägt. Genau deswegen, die dieses Potenzial essen, weil das ist Futter für denen. Und irgendwann, jede Frau wird zu dem Punkt kommen, wo sie wird sich verabschieden und glückliches Leben führen. Bin ich absolut deiner Meinung. Und was ist, wenn eine Frau, wenn es einer Frau schon zu viel war und sie nicht die richtige Unterstützung gefunden hat und sie endlich den Schritt gewagt hat und ihre ganze Kraft gesammelt hat, um den Schritt zu wagen, raus aus der Beziehung. Aber sie hat immer noch Herzschmerzen, sie hat Selbstzweifel, sie weiß nicht, wie sie weiter tut, hat sie ihr Herz verschlossen, hat Angst, wieder dass dieser Teufelskreis weitergeht. Das heißt, wenn eine Frau diesen Schritt gewagt hat, wie kann deiner Meinung nach, was kann sie dann machen? Im Prinzip sage ich jetzt einmal in Wahrheit dasselbe. In Wahrheit dasselbe, dass sie sich besser kennenlernt, Unterstützung sucht, an sich arbeitet, ja. Sich selbst lieben. Liebe Ja. fontan von sich selbst. Wirklich. Alle Kraft in sich selbst. Weißt du, alles Training machen. Trainieren. Einfach anfangen zu trainieren. Ja, schau. Wir haben bekommen unsere Körper, um auf ihn aufzupassen. Ja? So wie wir ausschauen, so geht es uns. Ja? So wie wir ausschauen, so geht es uns. Weil da kannst du ganz genau schauen, ganz genau schauen, ganz genau schauen, wenn du in die Augen von Mensch siehst. Ja? Schau, wenn glückliche Frau, wirklich glückliche, selbstbewusste, starke Frau, wird wirklich Chancen, dass sie, weißt du, dass sie auf Narzissten hinfällt, sind ganz gering, ja, als Frau, die Unterstützung von außen sucht, ja, weil der Grund ist, dass du musst das alles, was du suchst, du musst dir selbst geben, ja, und dir selbst zu geben, du kannst nur mit Selbstliebe, also sich trainieren, entwickeln, Ja. Dinge zu machen von Herzen, was dir Kraft gibt, ja, und nach außen Leute zu schenken, das, was du selber brauchst. Ja, Ja. das heißt, zu sein, dem, wem du sein möchtest. Ich weiß, das klingt ja viel, es ist viel leichter zu sagen, als das zu machen. Ich weiß, was für ein langes Weg das ist. Ja, weil ich bin auch selber lange gegangen und ich weiß das ganz genau, wie schwer das ist. Aber jede Frau muss wissen, dass sie ist nicht allein. Ja, Ist das heißt, nicht allein.
Das Ziel, die Ziele, ja, sind Selbstliebe nach wie vor. Das ist nach wie vor das größte Thema, weil erst aus einem Selbstwert, aus einem starken Selbstwert heraus können wir richtige Entscheidungen für uns treffen, ja, sonst Ja. nicht. Sonst sind wir abhängig, machen uns abhängig. Unterstützung anderer Frauen, auch ganz wichtig. Das Ja, ist nämlich ja. auch ein Thema, ja, wie viele Frauen sind Einzelkämpferinnen, obwohl wir unsere Kraft gemeinsam sehr stark kultivieren können. Genau. Ja. Und das Dritte ist, auch wenn es einmal sehr düster ausschaut und man an einem Tiefpunkt ist, man sich selbst verloren hat, man das Gefühl hat, man ist nur noch alleine, keiner versteht mich, ja, auch dann, vor allem dann nicht aufgeben, sondern vor allem dann hat man nichts mehr zu verlieren und da kann man wunderbar dann an sich arbeiten, ja. Aha, also was ich noch wichtiger sagen möchte, Selbstvertrauen. Viele benutzen diesen Wort, viele reden diesen Wort, aber nur wenige können wirklich verstehen, was das bedeutet. Schau, in uns, wir haben diesen Kompass, ja. Was bedeutet Selbstvertrauen? Selbstvertrauen, das bedeutet nicht, dass du irgendwelche Dinge tust, um Leute zu beeindrucken und Leute sagen, dass du sie vertraut sich selbst. Nein. Das bedeutet, dass wenn der innere Kompass sagt, dass jemand dir lügt, dass du akzeptierst, dass, aha, er lügt mich, ja, das heißt, dass er mich lügt, ja, und du fängst an, in diese Richtung zu sehen und fängst nicht an zu erklären, dass, na, vielleicht hat er nicht so gemeint, vielleicht das, weil so verdrängst du innere Kompass und dann du fängst an, diese innere Stimme nicht mehr zu hören. Dann es ist begraben und es ist sehr viel schwerer, das auszugraben. So, für Selbstvertrauen, das bedeutet, dass wenn deine inneren Gefühle zu dir sprechen, dass du auf die hörst und dass du handelst, Danach, ja. du dementsprechend handelst. Ja, Ja. und nichts fängst an zum Erklären, zum Schaffen irgendwelcher eigene Realität, was gar nichts mit dir zu tun hat und was wird nie real sein in Wirklichkeit, weil real ist das, was wir spüren. So, wenn du, weißt du, weil immer, wenn jemand sagt, egal von wem, ja, dass du bist so und so und so, wenn jemand sagt dir, wer du bist, innerlich, du weißt ja gut, jede Frau weiß, wer sie ist, ja, und jede Frau ist wirklich, jeder Mensch ist sehr viel wert, ja, und da sprechen immer zwei Stimmen in uns drinnen. Eine sagt es, eine weiß, wer wir wirklich sind, ja, und wenn jemand etwas Schlimmes sagt, innerlich will wissen, dass das ist nicht wahr, ja, aber wir müssen nicht probieren, nicht anfangen zu beweisen, dass das ist nicht so, sondern innerlich zu wissen, Ja, ja. und sich selbst zu glauben. So, das ist zum Selbstvertrauen. Ja. Was auch du zum Beispiel bei mir sehr stark gewirkt hast, ist, dass du mich mit meiner inneren Göttin verbunden hast. Ich fühle mich seit unserer gemeinsamen Arbeit wirklich göttlich und kann das so gut an andere Frauen weitergeben. Hab sogar durch die ganze Erneuerung meiner Energien über deine Arbeit mit mir eine total neue oder eingeschlafene Berufung wieder neu entdeckt. Ja, ursprünglich 5 Jahre Kunst- und Grafikausbildung gehabt, ja, ist brach gelegen, habe nichts daraus gemacht, habe null Kontakt zu dieser Kraft gehabt, ja, Ja. in mir geschlummert hat. Wir haben viel erneuert. Ich habe natürlich sehr viele Jahre mit Menschen gearbeitet, auch Transformationen bewirkt, ja, aber zu mir war natürlich ein Abstand notwendig und dafür warst du perfekt. Und ich muss sagen, ich habe seitdem begonnen, nicht nur Bilder zu malen, sondern Energien zu channeln. Ja, ich verbinde mich mit verschiedenen Göttinnen-Energien. Ja, und diese kommen dann aus meinen Händen raus und es entstehen wundervolle Bilder, abstrakte Bilder mit Farben, die genau das widerspiegeln. Ja, was diese Göttinnenkraft uns bringt. Und seitdem ich weiß, wie großartig es ist, mit seiner inneren Göttin verbunden zu sein, das ist ein unerschütterliches Gefühl. Da kann Ja. dann nichts verunsichern von außen, Genau. nichts zerstören, weil das Gefühl ist dann hergestellt. Ja? Es ist Und dein. Ja. genau, das ist meins. Und diese Bilder, die ich male, sind auch an Frauen gewidmet, um sie zu unterstützen, an ihrer Selbstliebe zu arbeiten, an ihre Göttlichkeit zu glauben, ja, und
es als Unterstützung zu haben, als Stärkung, ja, als Bestärkung von einer Frau zur anderen. Und dafür Genau. wollte ich auch dir danken, ja. Und Ja, ich bin sehr stolz auf dich und ich finde, dass du, ich habe dir nur geholfen, die Arbeit hast du selber geleistet. Ja, so, ich bin wie, weißt du, jeder Mensch braucht jemanden, der helfen könnte. Ja, der ja. könnte wirklich, und wirklich jeder Berater, jeder Coach, jeder Mensch auch findet immer genau den Mensch, was passt. Ja, jeder, wirklich, das ist immer, immer so. Ja. Und du hast gerade Worte gesagt, was ich davor auch erwähnt habe, dass wir sehen mit eigenen Augen einzigartig und wir schaffen das mit unseren Händen. Ja? Also dafür ist diese Einzigartigkeit uns gegeben. Und ich weiß sehr gut, dass du diese Energien sehr gut spürst. Und jede Göttin, jede Energie, überhaupt, jedes Wort hat eigene Energie. Und du diese Energien sehr gut spürst, weißt du? Und was Luzifer Serie betrifft, das ist überhaupt die wunderschöne Schöpfung. Ja, da kannst du alles finden. Da gibt es so viel gemischte Energien, da gibt es alles in dieser Serie, die ist einfach ausgezeichnet. Ja? Und ja, so, wenn diese Energien durch uns fließen, ja, dann das erweckt in uns alles. Ja. Und Das das ist erweckt uns. wirklich eine interessante Sache, dass es frühere Hochkulturen, Energiefelder gab, die über Göttinnen ausgedrückt wurden. Das heißt, es gibt verschiedene Archetypen, die wir in uns aktivieren können, was Genau, extrem genau, spannend ja. ist. Vor allem, Ja. ich habe gemerkt, dass ich über dich ein ganz ein, also ich würde sagen, mein Limit aktivieren konnte über dich, ja. Ja. Wilde, unabhängige, freie, wilde Lilith, die aber sehr viel sexuelle Energie auch mitbringt. Und Ja. ich muss sagen, das hat meine Kreativität super angeregt. Ja, es ist so wichtig, als Frau in ihrer Lust zu sein, ihre Lust zu Wirklich. finden. Ja, das Ja. ist ganz ein eigenes, wichtiges Thema. Da machen wir ein eigenes Interview dazu. Ja, unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ja, Genau. oh, Lilith liebe ich auch, ja. Oh. Ja. Genau. So gesehen finde ich es wundervoll, was du leistest. Sag vielleicht noch kurz zum Ende, was genau deine Spezialisierung ist, ja, wie man vielleicht in Zukunft dich erreichen kann, mit dir arbeiten kann, wenn man sich mit dir verbunden fühlt. Weil bei mir war das bei der Tanja so, ich habe die Tanja auf Instagram entdeckt, ja, über eine Empfehlung einer anderen Freundin. Und ich habe einfach gespürt, Tanja hat die Energie. Mir war in dem Moment egal, was sie macht. Ich habe nur gespürt, sie hat eine Energie, die in mir etwas aktivieren kann, was ich brauche. Ja? Und so Ja. war das auch. Ja? Ich habe das gesehen, ich habe das gespürt. Und deswegen ist es wichtig, auch ein Gefühl für seinen Coach zu Genau. führen. Wer ist der Richtige für meinen Weg und für welche Phase meines Lebens? Ja? Genau. So Ach so, gesehen. ja, so, meine Richtung ist, ich helfe Leuten, sich selbst wiederzufinden, genau auf sich selbst zu hören, alle äußerliche Schmutz zu eliminieren, ja, weil alles, was nicht zu dir gehört, ja, was ist so quasi, Schmutz, vielleicht habe ich falsch ausgedrückt, sondern das was baut einen Block, um sich selbst zu hören, ja, so, das Blockade. damit Block, nun ja, Blockade, diese ja. emotionale Blockaden, ja, das zu lösen und eigene Kraft frei fließen zu lassen und eigene Leben zu leben, sondern eigene Freiheit zu bekommen und zu sein, dem, wenn du wirklich bist. Weil wenn wir geboren sind, wir wissen innerlich ganz genau, wie wir sind. Nur aus der Welt, von aus der Welt, wir lernen was anderes. Ja, weil aus der Welt jemand redet uns andere Realität ein und wir fangen an, das zu glauben und so lindern wir unsere eigene Leben. Ja, weil es gibt kein Mensch, der ist geboren, um unglücklich zu sein. Aber dieses Glück, wir müssen ausgraben. So, das ist mein Kern, mit was ich arbeite. Dann Richtungen sind toxische Eltern und toxische Beziehungen. Das heißt, das ist wirklich, wirklich was hat zu tun mit dauerhaften Schäden. Was ist wirklich schädlich? Aber andere Themen sind auch eigentlich mich interessieren wirklich so schwere Themen, sagen wir so, schwere Themen, die haben lange Mensch geschadet, ja, damit und sind wirklich, wirklich, wirklich langfristige
langfristige Verhaltensmuster entstanden. Was Das heißt, ist. Richtung, also so schwere Themen Richtung Drogensucht, Genau. Suizidgefahr, alles, Genau. wo man sagt, man ist wirklich am Nullpunkt angelangt und Genau. alles ist nur noch schwarz um einen herum, Genau. die Bohnen verfolgen uns, alles Mögliche, wo man sagt, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich da rauskomme. Ja, da bist du tatsächlich, ich weiß, dass du total berufen bist für diese Themen, Ja, ja. und noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin für Leute, die wirklich Interesse haben und Interesse haben, Resultat zu sehen und zum Arbeiten an sich selbst, ja. Weil andere Gruppe gibt es von Menschen, denen ist irgendwas passiert und die haben von dem Lebensinhalt gemacht und so kursieren Lebenslang, ja. Die wechseln Coaches, die gehen zum anderen, zum zweiten, zum dritten und wollen eigentlich keine Veränderung, weil die kriegen von dieser Lebensinhalt sehr viel, ja, aber weil die kriegen einfach zu viel. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Ich bin für Leute, die wirklich sind, die wirklich arbeiten wollen, die wirklich Fragen haben, weil da bin ich kompetent, diese Fragen zu beantworten und die wirklich wollen, Resultat zu sehen und glückliches Leben zu fühlen und wirklich mit dieser innere Kompass korrekt kalibrieren, so wie das sich gehört, ja, weil da wirklich, ich freue mich, wenn ich sehe, wie Leute sich entwickeln, wie Leute weitergehen, was endet im Leben von Leuten, ja, das ist für mich wahnsinnig wichtig, weißt du, und das ist für mich das wichtigste Punkt und mein wichtigster Ansatz, ja, dass ich bin sehr resultatorientiert, ja, so da ich bin wirklich für diese Leute da, und die eigentlich keine Veränderung wollen. Ja, dann das da, da das ist wirklich nicht, ich das finde ich wie Zeitverschwendung, ja, jeder hat eigene Recht zu entscheiden, aber das für mich das ist reine Zeitverschwendung, weißt du, damit per Asperum ad astra, ja, das durch Schmerzen in Sterne, ja, du musst wirklich, damit du deine Kraft entwickelst, du musst in deine tiefste Ecken von deiner Seele, da von deinem Ego hineinzutauchen, das anerkennen, das akzeptieren und sich selbst zu lieben. Nur so erreichst du wirklich erreichst du Leben, Eine wo nächste Ebene, auch, Bewusstseinsebene ja. auch, ja, von der es auch schöner werden darf, ja. Und Genau. ich muss ja aus eigener Erfahrung sagen, die Tanja ist tatsächlich ein Goldstück, weil sie lernt einen nicht nur gesunde Grenzen zu setzen und Ansprüche zu haben an sich und andere, sondern sie lebt das auch aus. Das heißt, wenn sie nicht merkt, dass du auch wirklich bereit bist, in deinen Schmerz zu gehen und eine Megatransformation zu erleben und dein Leben wirklich besser zu machen, ja, Ja. dann kommt es auch zu keinem Termin bei ihr. So Ja. gesehen. Und allein das ist schon bewundernswert, ja. Ich hab ihr viele weiterempfohlen. Ich habe genau gesehen, ja, wenn nicht hundertprozentiges Commitment da war, dann interessiert es die Tanja nicht. Und das ist super. Ich finde, das ist einfach ein fantastisches Beispiel, wie Leben auch funktionieren darf, ja. Wo Genau. man sich selbst auch sehen darf und wie man es sehen darf. Und dann im Endeffekt kommt auch wirklich, wenn du Ansprüche an dich selbst auch stellst und an andere, kannst du Qualität, Lebensqualität generieren, Genau, ja? genau, genau, Ja. genau, genau. Bei unserer Qualität kommt wirklich alles kommt von innen, nicht von außen. Alles, schau, wir sind geboren nur mit Körper. Nur, wir haben nur Körper gehabt, ja? Körper, Papa, Mama. Das war's. Das ist unser Heiligtum und von dem kommt alles, was wir im Leben brauchen. Mehr brauchst du nicht. Alles andere, das ist nur entweder Symptom oder Indikation oder Richtung, ja, wo du schauen musst. Sonst alles ist, alle Antworten, alle Kraft ist in uns drinnen, aber da musst du wirklich wollen, wirklich, wirklich, Mensch muss schon so, weißt du, schon so ermüdet sein von dem, was er nicht will, ja, damit er möchte, Ja, das schon um so zu kriegen, satt das, haben, ja. ja, So satt. weil nur so, weil alles andere, das ist wirklich, weil ich, das ist einfach so, ja, um irgendwas in sich selbst zu verändern, du musst wirklich bereit sein. Ja, ja, Das ja, ja, ja.
So gesehen, meine Lieben, ihr seht, wir haben beide eine eigene individuelle Energie, die wir mitbringen, Ja. ähnliche Themen, die wir behandeln, auf unterschiedliche Art und Weise. Jeder hat seine Methode. Wir unterstützen uns gegenseitig, Ja. wir wachsen aneinander, wir ergänzen uns als Frauen. Wir schauen, dass wir auch einen Freundeskreis um uns herum aufbauen von Leuten, die auf unserer Welle sind, damit wir wirklich frei wachsen können, ja. Und auch dank dir, Tanja, dank der Erneuerung meiner Energien durfte ich, weil du auch gesagt hast, alles beginnt mit toxischen Eltern auch irgendwo, ja. Ich konnte erkennen, wo da toxische Anteile waren und die ich eventuell übernommen hatte, ja. Und das Ja. war so spannend mit dir, auch weil du so viel einem erklärst, ja. Ich bin eher der Typ, ich rede nicht viel, ich bin so eher der Handwerker-Typ, der sagt, gut, welche Emotionen sind da? Wir transformieren und dann manifestieren wir, ja. Die Tanja ist eine, die sich einmal irrsinnig viel anhört, ja, wo was wurzelt, ja, von wo was kommt, dann einem sehr, sehr gut erklärt, warum man aufgrund dessen so ist, wie man ist, und Ja. von dort aus entsteht ihre Art von Transformation, ja. Eine wunderschöne Reise auch, die man mit dir erlebt, und ich bin irrsinnig dankbar. Willst du uns noch irgendwas auf den Weg mitgeben? Ja, ich bin sehr stolz auf dich auch. Du hast eine wunderschöne Reise gemacht und machst immer noch. Und das, du bist ja Ja. wirklich ein super Beispiel, wirklich, ich bin sehr stolz auf dich. Weißt du, wirklich, weil da, das ist so schön zu sehen, wenn du einfach, wenn ich auch wenn ich einfach nutzbar sein kann, ja. Ja. Wenn mein Wissen hilft, jemandem wirklich sich zu entwickeln, ja. Und das ist genau mein Ziel, ist, also zu helfen, genau dort, wo ich gebraucht bin, weißt du, Ja, weil ja, ich ja. denke, dass jeder Mensch verdient eine Freiheit, weißt du. Ich habe Absolut. Ansatz, dass ich helfe, andere Leute eigene Freiheit zu haben, Ja. weißt du, damit, weil jeder hat das verdient und jeder bringt einen Wert ins Welt, nur dann, wenn er lebt eigene Leben, weißt du, nicht, wenn er irgendwas opfert, um Ja. irgendwas zu machen, nein, sondern wenn du so frei bist, dass du strahlst und dass du anderen Leuten genau das auch geben kannst, was du bist, ja, also das ist wirklich wichtig. Alles fängt an von sich, von uns selbst. Wir können niemandem geben, das, was wir selber nicht haben. Das ist Ja. einfach unmöglich. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein super wichtiger und Abschlusssatz, ja, dass wir niemandem tatsächlich etwas Positives geben können, ohne dieses Positive in uns selbst zu generieren. Genau, Ja. genau, genau. Und so gesehen, vielen, vielen Dank für das Danke wundervolle dir. Gespräch auf Herzebene. Ich freue mich, wenn das anderen dienen darf, und ja, freue mich auf alle anderen Reisen, die wir noch begleiten. Ja, ich auch wirklich, ich freue mich und ich wünsche dich schnell wiederzusehen. Ja? Unbedingt, Okay, unbedingt. danke Super. dir. Dann vielen Dank. Ich werde Vielen Tanjas Dank. Kontaktdaten auch noch in der Beschreibung verlinken. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen Danke, danke, und danke. bis zum nächsten Mal.